Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war wie immer beim Rewe und beim Lidl und wir fangen mit Rewe an. Beim Rewe durfte heute mit ein paar Bananen, die sind noch sehr grün. Sie hatten auch nur grüne. Ein Sack Kartoffeln. Und das war es tatsächlich schon an der Gemüseausbeute. Heute ist generell nicht so viel Obst und Gemüse mitgekommen, da ich noch ein bisschen was da habe von letzter Woche. Ich habe noch eine Birne, ich habe noch einen Granatapfel, ich habe noch Paprika übrig, ich habe eine Frühlingszwiebel übrig. Habe ich die? Die habe ich, glaube ich, am Mittwoch gekauft. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Obst und Gemüse da. Deswegen brauchte ich heute noch nichts. Also jedenfalls nicht so viel wie sonst. Genau. So, machen wir weiter. Dann durfte mit Joghurt. Und zwar dreimal Almigurt-Joghurt und zwar zweimal Mandel, einmal Walnuss. Dann durfte zweimal Buttermilch-Dessert mit Kirsche. Zweimal Creme Fraiche mit Kräuter. Dann durfte heute ausnahmsweise, weil er im Angebot war für 99 Cent, Frühlingsquark mit bunten Kräutermix, diesen hier. Den finde ich ganz lecker. Ich weiß nicht, was da für ein Kraut drin ist, was das so ultra lecker macht, weil es so Wildkräuter sind. Aber irgendwas schmeckt mir da richtig, richtig lecker und ich weiß nicht, was es ist. Also drin ist Liebstöckel, Bärlauch, Rucola, Schnittlauch, Löwenzahn, Brennnessel, Ringelblumenblüten, Meerrettich, Zwiebel, Petersilie und Speisesalz. Falls jemand das wissen wollte. So, dann habe ich im Angebot mitgenommen einmal den Lysel. Der ist nur im Angebot, wenn man mit der Rewe-App übrigens einkauft. Ansonsten ist er nicht im Angebot. Dann habe ich heute ein Glas Pflaumenmus mitgenommen. Zweimal die Activa. Aktiv. Von Deli. Einmal gekochten Schinken. Den habe ich drüben beim Lidl nämlich vergessen gehabt. Wobei ich sagen muss, beim Lidl war es echt ausgeräubert. Also mich mit der einen Fachkraft auch unterhalten, die kenne ich nämlich. Und sie meinte auch, dass sie halt keine Ahnung, was hier los ist. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Dann habe ich einmal Honey Mustard mitgebracht. Yellow Mustard. Wird ja wohl dasselbe sein, oder? Ich hoffe. Ich habe irgendwie, stand da nicht Honey drauf? Das war ja jetzt bescheuert. Oh. Ist ja einfach nur ganz normaler Senf. Ich wollte Honey Mustard. Naja, gut. Egal. Jetzt ist es der hier geworden. Das ist ja eigentlich nur normaler Senf. Hm. Fleischsalat vom Pop habe ich mal mitgebracht. Dann habe ich zweimal Sprudelzeugs mitgebracht, also Getränk. Dann wurde sich einmal diese hier gewünscht, Schokobanane, limitiert. Die gab es vor Jahren mal, also wirklich vor Jahren gab es die mal. Und damals war die richtig gut. Ob die heute noch so gut ist, werden wir rausfinden. Also ich nicht, aber der Sohn, wenn er dann irgendwann die mal trinkt. Dann habe ich ein Karamalz mitgenommen. Eigentlich hätte ich viel, viel weniger davon gebraucht. Gab es aber beim Rewe nicht kleiner. Deswegen habe ich jetzt so eine große Flasche mitgebracht, weil die brauche ich zum Kochen. Genau. So, habe ich noch zweimal eine Cherry Cola mitgenommen. Genau. Das war's vom Rewe, was wir mitgebracht haben. Ich mache mir hier kurz ein bisschen Platz und dann machen wir direkt mit Lidl weiter. Beim Lidl durfte mit. Ein Suppengrün. Das war ein richtig schönes Suppengrün. Das fällt mir richtig gut. Das sieht auch richtig schön knackig aus. Das letzte war nicht so dolle. Dann habe ich einmal ein mildes Sauerkraut mitgebracht. Dann nochmal Pekanuskerne. Einen Butterkäse. Einmal Cheddar-Scheiben.
Den haben wir diesmal beim Lidl mitgenommen, und zwar diesen Pappschalenfisch hier à la Bordelaise. Weil ich tatsächlich dachte, der wäre im Angebot, weil in der Aktionstruhe lagen zwei Sorten, Sylter und Italiano. Also dachte ich, wären die anderen Sorten, die im Schrank sind, auch im Angebot. Deswegen habe ich da diese zwei mitgenommen. Was soll ich euch sagen, die waren nicht im Angebot. Aber ist egal, wir essen den jetzt trotzdem. Oh, meine Lampe ist gleich leer. Oh no. Also wird es wieder ein bisschen dunkler. Das tut mir jetzt leid. Aber gut, eigentlich geht's. Ist nicht so schlimm. Kameras gleicht das gut aus. Dann habe ich zweimal Speisequark mitgebracht. Einmal Truthahn-Salami. Das war echt sehr ausgewählt, was man da heute alles so kaufen konnte. Aber ich hatte Glück, dass ich wenigstens ein Päckchen Truthahn-Salami gekriegt habe. Dann habe ich ein Päckchen Hähnchenmus mitgebracht. Zweimal Sahne. Heute durften 10 Liter Milch mit. Ich hatte nämlich fast gar keine mehr. Zweimal Kakao durfte auch mit. Dann durften 10 Eier mit. Dann habe ich ein Stückchen Kassler mitgebracht. Und wir haben noch Tortellinis mitgebracht. Und da habe ich zwei verschiedene Sorten mitgebracht, weil es von den jeweiligen Sorten keine zwei Tüten gab. Deswegen habe ich einmal mit Käse mitgebracht und einmal mit Tomate und Mozzarella. Aber ist okay. Passt ja auch zusammen. Ist ja beides Käse auch mit drin, nicht? So, ist da jetzt noch was drin? Ich glaube nicht. Ich gucke. Nö. Nee, warte, ich habe noch einen Beutel. Wo ist mein Beutel? Hä? Ich habe noch 4 Taschentuchboxen mitgebracht. Ich wusste doch, da fehlt noch was Gemüsiges. Und zwar habe ich einmal Rucola mitgebracht. Nee, Quatsch, Rucola, Feldsalat. Da gab es so viel Rucola und ich dachte, nee, ich brauche Feldsalat. Und dann gab es nur noch 3 solcher Dinger mit Feldsalat. Aber Feldsalat, ich brauche Feldsalat. Und was ich auch noch mitgebracht habe, sind Burgerbrötchen. Das war es jetzt aber wirklich. Mehr habe ich nicht mitgebracht. So, guck jetzt noch mal. Ne, da sind nur noch 2 Packungstaschentücher drin. Alles klar, das war es wirklich. Kommen wir zum Essensplan. Und wie man so ganz unschwer an diesem Burgerbrötchen feststellen kann, gab es letzte Woche den Kassler Burger nicht. Denn ich habe letzte Woche keinen Kassler gekauft. Schande auf mein Haupt. Deswegen habe ich den Diesner gekauft. Deswegen gibt es heute Kassler Burger. Morgen, weil von diesem ganzen Kassler wahnsinnig viel übrig bleiben wird, gibt es morgen einfach nochmal Kassler, dann aber mit Sauerkraut und Kartoffeln. Dann gibt es Brühnudeln. Dann gibt es Tortellini in Sahnesoße mit Schinken. Dann gibt es den Pappschalenfisch. Dann gibt es noch eine Brokkoli-Pasta. Ich habe noch tiefgefrorenen Brokkoli da. Den mache ich einfach ein bisschen Soße zu und dann essen wir den Brokkoli dazu. Und das war's. Und dann gibt es noch Eierkuchen diese Woche. Genau. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid ganz wundervoll in diesem Montag gestartet. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass sie wirklich gerade wieder Pause gemacht haben und ich dieses Video hier aufnehmen konnte. Deswegen ein großes Lob an die Handwerker, dass sie so still waren. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Pass schön auf dich auf und bis dann. Tschüss!